Schildträger. Schlecht zum Blocken. Die Stellung ist leicht zu verteidigen. Aber wir haben das Überraschungsmoment. Lasst es uns nicht vergeuden. Sie wirken komplett ahnungslos. Was ist der Sinn eines Wachturms, wenn dort kein Späher postiert wird? Jo. Aber wir kommen da nicht rein. Wir werden angegriffen! Macht euch bereit! Schießen. Komm her jetzt. Let's try it. 4-4-4-4-4. Demoralisieren wir dann gleich mal den King. kann man da wieder. Oh, schade. Bleib weg. Wie weit der das gleich helfen kann. Stay. Formiert euch. Wir greifen sie gemeinsam an. Defensive Formation.
Langsam und gleichmäßig. So. Naja, irgendeiner von euch hat eine Wasserflasche. Helft mir und ich werde euch helfen, wenn ihr Not. Bitte seid. Folgt meinem Finger. Ja? Ihr werdet wieder gesund. Da, okay, das ist nicht schlecht. Schlag zum Mitnehmen. Nicht weh. Wenn es nicht weh tat. Seht ihr nicht, dass ich hier in der Bleibt ruhig! Ich bin bei euch! Wir bleiben hier! Sie müssen zu unseren Bedingungen kämpfen! Der Alchemist gefällt mir nicht. Jawohl! So. Multifull. Oh no! Ach, schade, okay.
So. Aber das du liebst du nicht, Sarle. Wunderprächtig. Ist auch noch ein Wasser gut für schlechte Zeiten mit. Der kann richtig gut laufen jetzt schon. Ich brauche Hilfe! Bleibt standhaft! Lasst sie zu uns kommen! Tja. Tadale. Gut, wenn er eh gerade da steht, werfen wir einfach mal wieder mal ein bisschen Wasser hin. Schlechte Zeiten. So, und weiter. Wo ist denn eigentlich unser Adam? Ja, er selbst. Oh. Darf ich um etwas Hilfe bitten? Kein dauerhafter Schaden. So, jetzt wird's mal Zeit. Wasser jetzt mit. Schaut nicht gut aus, eigentlich. Nix. Hier sind wir gut geschützt. Seid bereit!
Wir bleiben hier! Sie müssen zu unseren Bedingungen kämpfen! Ich gebe euch Deckung! Es ist fast geschafft. Schildstoß. Das ist das Denkvermögen. So, da. Jawohl, nice. Ah, hier, da lebt da gerade noch einer. Was sind das? Da. 46 Dinari haben wir gesammelt. Na komm, macht es nicht so spannend da, ey. Noch was. Hm. Hier auch noch was. Mal gelootet. Da. Okay. Aber bevor wir das machen, mal abspeichern noch.
Und hier auch noch. Was haben wir? Haben alles, was wir eigentlich brauchen. Bitte! Tötet mich nicht! Ich sage euch alles! Ja, der Wächter wird euch fragen, war eure Reise lang? Darauf müsst ihr antworten, es sind noch viele Meilen mehr bis nach Rom. Dreiste Mistkerle. Was? Aber gut, nehmt sie. Verschont mich nur. Wir können diesen Mann nicht verschonen. Falls jemand das mitbekommt, wird das ganze Lager Alarm schlagen. Ich werde nichts sagen. Ich verspreche es. Ja, aber es ist am Human. Ach, ihr seid zu gütig. Niemand wird je davon erfahren. Ich schwöre es bei allen Göttern. Jo, das war jetzt mal das kleine Lager hier. Haben wir da irgendwas am Start? Oh, haha, das ist schwer bei ihm. Ah, was haben wir da? Widerstände, Bewegung. Ausgerüstet, alle. So, alle. Mal den überholen. Wieder weg. Wo ist wohl dieses Lager jetzt? Really, da drüben. Okay. Römischer Rüstung gefällt ihr mir besser. Aber immerhin passt diese Uniform euch. Ihr klingt wie die Männer zu Hause. Es hieß, Mithridates habe 300.000 Mann. Jetzt, wo ich das hier sehe, glaube ich das. Okay, 300.000 Mann ist ein bisschen viel für uns. Für unsere 4.500. Falls wir auch nur einen kleinen Fehler machen, wird sich das vielleicht nicht vermeiden lassen. Entschuldigung, wir bekommen das schon hin. Lasst mich die Wachen übernehmen. Ihr da, Kundschafter, war eure Reise lang?
Willkommen zurück. Ihr seht aus, als bräuchtet ihr eine Ruhepause. Kommt herein. Es fühlt sich falsch an, hier zu sitzen und zu warten, während sie verhungern. Habt ihr euch das in Mytilene geholt? Ich werde Akazia heute Nacht zu eurem Zelt schicken, um die Wunde zu versorgen. Speichern sich jetzt aber. Ich habe nicht die Macht, einen Imperator zu überstimmen. Das wisst ihr. Ich will nur von euch, dass ihr den Feldzug von Licinius Lucullus in Verruf bringt. Ihr habt es mir unmöglich gemacht, den Senat zu überzeugen, als ihr Marcus Aurelius Cotta in die Enge getrieben habt. Rom lässt keinen der Seinen zurück. Vor allem keinen Konsul. Solange er innerhalb der Mauern von Chalcedon in Sicherheit ist, glauben Sie immer noch daran, dass er gerettet werden kann? Dann müssen wir die Stadt erobern und ihn als Geisel nehmen. Eines nach dem anderen. Ich habe Gerüchte gehört, die besagen, Troas und Mysia seien kurz davor, eure Allianz zu verlassen. Unmöglich. Es gibt Verbindlichkeiten, die ihre Loyalität sichern. Ich hoffe, ihr habt recht. Ohne sie ist eure Belagerung von Kyzikos bereits verloren. Meine Armee ist den Legionen von Lucullus 25-1 überlegen. Unterschätzt ihn nicht. Diesen Fehler hat Archelaus auch gemacht. Liefert uns nur weiter Nachschub, Scaevola. Das ist alles, was ich von euch verlange. Ich werde Kyzikos und Chalcedon erobern und ihr werdet euren Lohn einstreichen. Corvinus wird sich persönlich darum kümmern. Er ist einer meiner besten Männer. Meine Dienste gehören euch. Solange es der Senator gebietet, Eure Majestät. Sehr gut. Habt eine sichere Heimreise, Senator. Oh, ich reise nicht nach Hause. Mein Bruder kümmert sich um meine Angelegenheiten in Rom. Ich reise nach Thrakien, um einen gemeinsamen Freund zu treffen. Ah, richtig. Grüßt ihn von mir. Das werde ich tun. Einen guten Tag, Eure Majestät. Ja. Sein. Eine solche Gelegenheit werden wir nicht noch einmal bekommen. Also lasst uns sicher gehen, dass wir das Beste daraus machen, bevor wir gehen. Und wieder draußen. So. Haben wir denn hier? Oh, Eis. Tag. Okay. Wunderbar. So einfach kommt man in den Locker und wieder raus. Ist das Tür, steht offen, gibt's nicht mehr Tor. Jo. Was für eine Reise. Ein umgestürzter Baum, das triggert. Oh mein Gott. Das ist sicher ein Hinterhalt. Schlängelt sich Kurve des Wegs entlang, als ihr einen umgestürzten Baum auf dem Weg vor euch ausmacht. Es wirkt irgendwie seltsam, wie die alte Eiche dort liegt. Da ringsum nur niedrige Olivenbäume stehen.
Wenn ihr weiterziehen wollt, werdet ihr den Baum entfernen müssen. Der Baum ist auch eine gute Menge an wertvollem Bauholz. Ihr solltet ihn von der Straße holen und zerteilen. Das ist sowas von ein Hinterhalt. Das ist sowas von ein Hinterhalt. Ich werde euch so die Hucke vollhauen, ey. Eure Prätorianer greifen zu den Äxten und fangen an, den Baum zu zerlegen. Die Arbeiten gehen gut voran, bis eine Gruppe Soldaten aus dem Wald hervortritt, tragen Mithras Farben. Sieh an. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir werden bald befördert, Freunde. Tötet sie! Ja, war jetzt total überraschend. Alle Feinde aus, entkommt dem Hinterhalt, indem ihr das Ende des Pfades hinter euch erreicht. Alle Charaktere müssen entkommen. Jetzt alle Feinde aus. So, wie viel haben wir da? Öl. Boah, wenn wir da jetzt eigentlich raufrennen, dann können die alle Achsen gehen, ey. Da, oh mein Gott, da haben wir auch noch ein paar. So, da haben wir noch. Probieren wir es. Let's try it. Wo müssen wir denn eigentlich sonst hinlaufen? Da hinten. Nee. Wir sind gierig. Und das war der erste. So, kann die... So, jetzt aktiviert er seinen coolen Move hier. Kann er noch diesen Schritt weitergehen und einmal einen Säbel statuieren. Hat das was geholfen? Schild.
Habt nur Vertrauen in eure Fähigkeiten. Die Götter werden uns zum Sieg verhelfen. Null Schaden, das gefällt mir. Futter. Da. Eine Rüstung gepiesackt. Okay. Oh, come on, wie weit kannst du das werfen? Oh, du bist verletzt, also. Egal. Sie sind da drüben. Vorrücken! Na gut. Sehen, der steht hinter dir, ey. Okay. Kann ich es jetzt sehen? Tut das weh? Gut, dann seid ihr gesund.
Drängt sie noch härter! Wir werden heute siegen! Ja, das glaube ich trotz eher weniger. Ich nehme den anderen Weg. Ja, tun Sie das. Mehrere Ziele. Guten Tag. So, was haben wir hier im Angebot? Einmal aufspissen. Das ging ins Auge. So. Hiebschaden. Also wieder einer weniger. Und wer war? Und da haben wir noch einen. Ja. So. Und der bekommt noch eins von der Weite drauf gezimmert. Angebot. Okay. Was haben wir hier? Geht das? Den Kopf K.O. Card, nice. So. Hier haben wir jetzt noch einen zweiten. So. Seite. So. Treffer. Ja, wo läuft's jetzt hin? Ne? Okay. Was für ein netter Überfall. Und das Besondere dran, es gibt richtig viel Loot. So.
Ja, der liegt da. Speichern sicherheitshalber. Sicher da drüben auch noch irgendwas. Ich guck's doch. Dann sind wir hier fertig. Oh, come on. War zu weit, dass ihr es euch gemerkt habt, oder wie? Gut. Bring den Vertrag zurück nach Mysia. So. Diesen Hinterhalt hat man ja gar nicht kommen sehen oder so. Da gibt's offenweise. Ah. Ich bin noch mit der Tarnrüstung unterwegs. Toll. Ich dachte, die Waffen sind getauscht worden, ey. Okay. Hinkern auf selbst. Bucht. Das ist nice zum Blocken, ey. Naja, gut. Decken ist einfach zu gut. Trotzdem. Mal. So, hier gibt es nichts. Hier. Wieder schon Rüstung plus 1. Nix. Oh. Ja, alle so genial ausgerüstet schon. Ah. Okay, dann wird es mal wieder Zeit, dass wir da alles zerlegen. Mal ein bisschen das Inventar zusammenräumen hier. So. Okay. Speichern. Arsch. Da können wir da jetzt. Hallo? Zum Tempel des Apollon Retour. Der darf mit. So. Gut. Strategos, habt ihr neue Kunde? Schauen wir uns das an. Ein grausames, zweifelhaftes Abkommen zwischen zwei machtgierigen Männern. Hab Dank. Dieses Dokument wird in Kürze in einem dieser Kohlebecken brennen. Wenn Apollon mit uns ist,
wird niemand jemals davon erfahren, dass es existierte. Eure tugendhafte Tat wird natürlich belohnt werden. Unsere Truppen werden sich aus der Belagerung von Kyzikos zurückziehen. Ohne uns wird Troas sich zurückziehen und Mithridates wird gezwungen sein, die Belagerung abzubrechen. Ihr werdet immer in Mysia willkommen sein, solange ich herrsche. Gut. Dieser Stoff ist wirklich sehr weich. Wo habt ihr den her? Ein Händler hat ihn mir verkauft. Ich würde mal sagen, hier. Okay. Mach diese Erde hier. Gut. So, mal kurz. Okay, nee. So, Quest Lock, wie schaut's hier aus? Eroberung von Isia. Gegnerische Armeestärke 1595. Noch mehr? Wir haben 3500. So, das wird's. Diesen Angriff machen wir für heute noch. Dann. Eins. Da. Dann geht's das nächste Mal weiter. Mal schauen, wann ich wieder. Rom spielen. Vielleicht abwechselnd. Pathfinder so, oder Donnerstags und so. Mal schauen. Okay. Wie schaut das Ergebnis aus? Hier geplünderte Ressourcen. Ich habe keine guten Plünderer irgendwie. Das ist echt. Überlebenschance. Erhaltene Mannstärke, okay. Das ist eigentlich nur der Beste. Hier sogar noch loyal. Eine Infanterieaktion wird das. Das okay, von, aber der Balken schaut aus, es wäre so ein bisschen mehr hier. Chance, Problem ist, er ist gut drauf. Schwimmformation im Capere de Bemus. Echt werden sie aggressiver. Alicite hostes medium patium. Junge, wir müssen einfach mal schauen. Okay. Stürme, ja, wir sind genügend Leute. Stürme jetzt. Agre Dimini! Lauter Armeen hier. Eigentlich ist es schon wichtig, dass wir jetzt komplett vernichten, damit der jetzt in die anderen Gegenden verstärkt wird. Hm. Halten wir gar nichts, Teile und Herrsche. Aber das bringt uns an Lüderei. Ja. Das auch. 1172.
Okay. Kavallerie-Idee. Kavallerie nach vorne. Equites Agredimini! Yes! Wir sind der Schauthaus und wir drüber. Sehr geil. Es ist gut. Post ist fugit! Ja, der Vorteil ist das, dass wir das jetzt nicht machen müssen, weil wir ja schon über der Zerstreuungsgrenze sind. Also, oder unterhalb der Zerstreuungsgrenze. Jetzt können wir Party machen und die Moral geht dann somit hoch. Zeigen bringt halt nichts. Was haben wir da? Da kriegen wir eigentlich nur wenig. Die Moral bringt eigentlich viel mehr. So, das ist so die Party-Legion. Und da haben wir Party gemacht hier. Finite milite sex soltare. Die feindlichen Truppen wurden gänzlich vernichtet. Yes. Haben sie ein bisschen Erfahrung bekommen. Nice. 470 haben wir verloren, leider. Aber die Moral ist jetzt besser geworden. Armeeerfahrung, ist das? Was? Armeeerfahrung? So haben wir Minus gemacht. Verstehe nicht. Legion hat Folge besetzt: 14 Denare, 3 Sklaven, 7 Rationen. Feindliche wurde gänzlich vernichtet. Schade. Wir haben leider. Sind wir nicht unter die, über den Schwellenwert kommen, dass wir irgendwie was plündern dürfen. Legion befrieden, schließen. So. Und jetzt sind wir mal Hallo zu alle im Lager. Wann fängt eure nächste Schicht an? Ich habe keinen Wachdienst. Naso hat mich den Latrinen zugeteilt. Wie habt ihr euch das eingehalten? Domine. Ich bin hier. Ihr Narr. Bitte. So, gibt's hier irgendwas Besonderes? Nee. Sozialkompetent. Wenn er dem Bart zugeteilt ist. Okay. Aber. Den nehmen wir mal. So. Mal endlich mal einen Bogenschützen auch noch, der ist zwar auch erfreut. Eine Schnurre braucht man nicht wirklich. Die Band ist komplett somit. Zuerst, ich hoffe, es stirbt keiner. Wo stehen Mysia und Troas denn nun? Sind sie auf. So, da haben wir einen Anwerber in. Anius, irgendwen? Auf unserer Seite? Ich schätze. Aber ich weiß ehrlich nicht, was diese Wendehälse taugen, wenn sie Mithridates so leicht im Stich lassen. Warum? Was kann ich für euch tun? Okay. Mal hier, da kniet mal einer rum. Wer haben wir denn nicht freigelassen? Wer ist das? Offenbar ist die ganze Armee in zwei Teile gespalten worden. Die eine Hälfte hat einfach aufgegeben und ist nach Hause gegangen. Ja. Ich habe gehört, der Legatus hat einen Diplom. Da haben wir ja noch. Ist klar. Können. Ziehen. So.
pragmatischen Geniestreich durchgeführt und der ganzen Allianz die Grundlage genommen. Das ist unglaublich. Dann kann uns jetzt nicht Legat, mehr um ich stehe euch... Ave Legate! Ihr seht... Okay, das ist dasselbe, so wenn man das Zelt anklickt. Toll. So, in Orestes fangen wir jetzt auch noch. Unsere Herrschaft an Land beruht zum Teil auf unserer Herrschaft zur See, Legate. Leider haben wir feststellen müssen, dass die Griechen eine neue Flotte bauen. Hm. Das wissen wir nicht. Sie scheinen den Ort ihrer Werften immer wieder zu wechseln. Wir wissen allerdings, dass sie ständig große Mengen an Holz transportieren. Das wissen wir nicht. Aber die meisten Piraten der Region scheinen für Mithridates Megas zu arbeiten. Also können wir mit ihm als Drahtzieher rechnen. Richtig, wie kann man sowas im Geheimen tun? Sie scheinen in solchen geheimen Unternehmungen ziemlich erfahren zu sein. Abgesehen davon ist dies ihr Land. Sie kennen die Landschaft in- und auswendig. Wir können ihre Holzlieferungen abfangen und alle töten. Das sollte den Fortschritt ausreichend verlangsamen, dass wir ihre Werften ausfindig machen können. Ave Legate! Ich kann nur berichten, dass alles gut ist. Natürlich gibt es ab und zu etwas Gemurre, aber das ist beim Militär normal. Die Legionari respektieren euch. Wir sind nicht bei voller Kampfstärke, aber wir haben genug Männer, um klarzukommen. Auch falls eine Schlacht bevorsteht. So, wunderbar. Was haben wir hier? Oh. Stände. So. Ich hoffe, alles ist gut. Okay. Wie von Lucullus, mein Freund. Von Lucullus hat uns Schild hier dann gegeben, wenn wir es irgendwann mal zusammenbauen könnten. Best. Aber wir müssen eigentlich. Kann man sich. Oder. Was wir da wo machen würden. Muss er nicht jeden niedermähen gleich. Hm. Also ich frage darüber, wer seid. Wie will gut. Legionäre einsenden, euch auszubilden, ja. Aha! Frauen unterbreiten euer Angebot ihrer Gefährtinnen und sie auch nicht lange unter einem Entschluss zu gelangen. Sie nehmen dankbar an und versprechen wieder des unerbittlichen der Rachsucht der Furien zu jagen, um für ihre Ehemänner, ihre Väter und Söhne Vergeltung. Ihr verfasst einen Brief mit detaillierten Anweisungen für Ignatius Naso, um ihm die Vereinbarung zu erläutern und weisen ihn an, einige fähige Männer bereitzustellen. Diese Tat von Frauen auszubilden. Die Frauen, das Reden übernommen hat, nimmt
Gefolgten mit einem entschlossenen und etwas unrüstigen Gesichtsausdruck entgegen und die ballige Kriegerinnen jubeln und winken, als ihr das Dorf wieder verlasst. Das nun weit mehr Hoffnung auf die Zukunft hegt als noch vor eurer Ankunft. Aha. So, was ist da jetzt übernommen worden? Dorf. Das wäre spannend. Bestimmt. Okay, da brauchen wir noch Punkschütten. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da was schaffen. Warum können das nicht meine Gefährten sein? Ich nicht. Ich hab gerade keinen Sinn. Wenn ich mit meiner ganzen Kohorte da antanze, eigentlich. Aber gut. Vorbereitungsphase. Verbrennt alle 12 Halbstapel. Ja, und wie mache ich das? Nehmen wir einfach. Aha. Ah. Dann muss man hier Lagerfeuer aufnehmen. Nice. Dort. Rauspreschen. Steht sicher einer oben. Ja, war cool. Schild, kein Schild. Eine Wasserquelle aufnehmen. Ja, Kriegshorn. Okay. Taktisches Verrücken wird Touch Fels. Wenig Gelegenheitsangriffe. Natürlich auch nice. Okay. Dieser Treffer. Könnt mich erwischen? Denkt noch mal darüber nach! Vergesst, dass ihr mich je gesehen habt! Warum? Römische Handwerkskunst!
Sobald ich sie sehe, schieße ich! Bleibt standhaft! Lasst sie zu uns kommen! Stehst im Weg, so. Das ist natürlich eine glückliche Fügung. Aha. Oh, da liegt er. Leider bewegen können wir uns nicht mehr. Sieht das aus? Ja. Meine Freunde, ich gebe euch Deckung! Hier sind wir gut geschützt. Seid bereit! Eigentlich finde ich es fies, dass man da nicht rumlaufen kann. Ey.
das Echo hat. Greifen Sie gemeinsam an! Okay, aber es ist nice, dass das ein bisschen übergreift und langsam. Vergesst, dass ihr mich je gesehen habt. Ich sehe sie. Schnappt uns diese Dreckskerle. Okay, brauchen wir einen Kandidaten. So, hier brauchen wir 7. Jetzt kommt Verstärkung auch noch. Sieben, acht, neun, zehn, elf,
Rückschau. Hinter mich, los! Ich halte sie auf! Cool. Da haben wir einige in Meter gemacht jetzt gerade. Den Hiebschaden. Und er haut da jetzt auch noch mit rein. Solider zumindest. Ein solider Treffer. So, ein Stapel brauchen wir noch. Ein Stapel. Ah ja. Habt ihr Ärger, mein Freund? Wir warten hier, bis der Feind kommt. Dafür werde ich nicht sterben. Ich habe eine Frau und Kind. Ja. Eine glückliche Fügung. So, wenn wir schon da sind, perfekt, da gleich unten wieder. Oh, come on. Ja, Alter, naja, jetzt geht's hier bitte mal alle runter. Ach Gott. Treppen steigen und Leitern waren nicht die Stärken der Römer offensichtlich. So, zumindest nicht vor diesem Spiel. Alter. Ach, Sebastian. Das Spiel trollt mich schon wieder, ey. Doch noch geschafft. Wow, Quantenphysik, ey. So.
So, wo haben wir noch was? Das ist alles erstmal gut. Super, da liegen alle rum. Ist was hier, ja. Das ist eigentlich ziemlich überraschend gut gegangen. Hier nur. Jetzt durchklicken, ob es noch irgendwas Gutes gibt für irgendwen. Okay. Also man kann, also die Erweiterung, glaube ich, habe ich eingeschaltet. Das ist, wenn man zusieht und sowas, bekommt man, glaube ich, regelmäßig dann die Nari. Die kann man halt dann einsetzen. Dann, das sieht man dann auf rechts unten oder sowas, kann man dann aufklappen und dann kann man irgendwie die Nari spenden, dass dann irgendwie mehr Truppen daherkommen. Oder im Game kann man auch dann ein bisschen so kontra mir spielen dann. Man wird dann auch die gegnerischen NPCs und so, werden dann kann man benennen und kann man umwerfen und lauter so ein bisschen Unfug machen, was das halt entweder erleichtert oder erschwert dann für mich. Ja, man kann auch Ressourcen schicken etc. sowas bis zu sehr. Nur so nebenbei als Information. Habe ich selber sonst noch nie so aktiv gesehen in einem Spiel, als wie bei dem hier. Die Integration und sende eure Religion aus, um die Dings zu erobern. Senden und währenddessen marschieren wir da wieder retour. Oh Mann, ihr und eure Bretter müssen neben der Straße Halt machen, um ein Problem mit einem Sattel zu beenden. Das Geräusch von galoppierenden Hufen dringt um eine Kurve und lässt euch aufwachen. Die Reiter, der nun hinter der erscheint, trägt Bauernkleidung, die im Wind flattert. Warum? Mhm. Ein Bote des Feindes. Der arme Mann nimmt euch nicht wahr, bis er fast bei euch ist. Helvius, Liberas, regiert schnell, macht einen Pfeil bereit und schießt dem Reiter in den Rücken, als er vorbei. Das Pferd gerät in Panik, wirft ihn ab und setzt seinen Weg etwas fort, bevor es zum Reiter. Als ihr den toten Boten durchsucht, findet ihr ein Sendeschreiben von Mithradates an einen seiner wenigen wichtigen Heerführer. Dieser soll seine Armee eine bestimmte Route entlang führen und Mysia angreifen. Das Schreiben wird niemals ankommen, aber sicher wird ein weiteres folgen. Ihr habt vielleicht noch ein paar Tage, um euch vorzubereiten. Ihr wählt einen besonders loyalen Servus aus und gebt ihm einen Brief mit, dann lasst ihr ihn die Kleidung des Totenboten anziehen und schickt ihn los, um die nächste Legion zu warnen. Ihr habt so ein Gefühl, dass ihr diesen Servus nie wiedersehen werdet. Aber angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, seid ihr zuversichtlich, dass er eure Botschaft überbringen wird, bevor er Fahnenflucht begeht. Mysia wird von der dortigen Garnison bereits gut verteidigt. Hoffentlich werden eure Vorbereitungen den Legionari helfen, die Kontrolle über die Region zu behalten. Ihr merkt, wie sich euer Mundwinkel zu einem selbstgefälligen Grinsen verzieht, als ihr an die Überraschung denkt, die ihr für Mithrilis-Soldaten auf Lager habt. Die Frauen aus dem Dorf, deren Männer und Söhne von eurem Gegner getötet wurden, werden sie auf dem ganzen Weg verfolgen. Mit eurer Ausrüstung und der Ausbildung, die ihr ihnen habt angedeihen lassen, werden diese Furien dem Kampfgeist eures Feindes schwer zusetzen. Bevorstehende Angriffe, der Feind bereitet einen Angriff auf die Region vor, die ihr erobert habt. Ich hab noch nicht mehr Ressourcen gesammelt. Eieieiei. So. Mysia, dann was haben wir da noch?
Ah, die Leergun ist nicht zur Verfügung. Oh. Da. Den Bauern. So kann ich diesen Bauernhof nicht auswählen. Ah. Gut, dann machen wir den. Wieder nicht. Schade. Fanbuch geht auch nicht. Okay. Dann nehmen wir halt mal Mysia. Ja, das ist sehr zeitintensiv, befürchte, ja. Danke fürs Zuschauen, Sebastian. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ich werde es dann eher auch aufhören dann, aber ich möchte nur die Bauaufträge losschicken. Und dann war es das für mich auch für heute dann. Legate, ich stehe euch zu Diensten, wie immer. So, aber. Domine. Ich bin hier. Okay. Braucht ihr etwas? Hier, mit ihm kann man auch noch reden, dass wir aber mit dem gesprochen haben wieder. Ich stehe euch zu Dienst. Ja, was haben wir denn hier am Start noch? Der hat noch 10 Missionsverbesserungen. Mal hier. Was kann ich für euch tun? Gefangenen haben wir da noch. Guten Tag. Haben wir mit ihm schon geredet? Ich glaube, er ist eigentlich der für die Erweiterungen. Beauftragte. Legate, ich stehe euch. Okay. Jetzt ist es Erquin. Ave Legate. Ich kann nur berichten, dass alles gut ist. Natürlich, wir sind nicht bei voller Kampfstärke. Überraschung, wir sind nicht bei voller Kampfstärke. Doch. Okay. Ave Legate. Ja, dann haben wir. Boah. Denari schaut ein bisschen wenig aus. Arme. Die Kriegskasse ein bisschen füllen wieder für die schlechten Zeiten. Wer weiß, für was gut ist. Kaufen wir 100 Rationen. Ja. 1 zu 7. Ja, doch, schauen wir was. Aber ja, es hilft nicht. Wir haben einfach zu wenig Ding. Warte nochmal, sendet eure Legion aus, um die Gerberei einzuführen. Bitte die Questlogs hinter mal lesen. So. Da wäre ich die. Ja, wäre ja eh nicht so weit weg. Nimmt dann die Zeit runter. Steinbruch wäre noch cool. Da. Jetzt haben wir. Jetzt können wir es endlich mal verbessern, das Lager. Dem wichtigsten Ding wie wahrscheinlich ein Bad. Sowas.
Hab ich doch gewusst, dass man mit Ave Legatus. Nasso. Legate, wir haben Ave Legate. Orestes sagte, dass wir vor kurzem ein paar wichtige Ressourcen der Region eingenommen haben. Sollen wir Verbesserungen in unserem Lager durchführen? Sehr gut. Ich habe einen Bericht darüber verfasst, was die Legion meiner Meinung nach brauchen könnte. Diese Verbesserungen müssen in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden, aus logistischen Gründen und dergleichen. Natürlich. Lasst mich euch meine Pläne zeigen. Und es ist ein Spekulator-Zelt. Spekulatius-Zelt. Lasst einen Prätorianer hier, um eure taktischen Gegenstände aufzufrischen. Es ist einmal... okay. Aha. Legate, ich stehe euch zu Diensten. Okay. So, dann lassen wir mal einen Spekulatius da drinnen einfach. Schön, dass man da immer hin und her laufen muss. Warum muss ich da eigentlich laufen? Ihr habt mir geholfen, die Sanitäter zu erreichen, Magister. Ich bin dank. Jawohl, nice. So, haben wir mal von ganz unten an. Asketisch, nö. Herstellung von Gegenständen, nö. Wird der Müll von Tagesschau sinken? Oh. Okay, es ist cool. Gut, die anderen sind alle gesund. Gesungen. Aber dafür. Jupiter zu erreichen? Ja. Denn man sagt, um die Wahrheit zu finden, muss man die Taten Jupiters beobachten. Ich fühle mich dank euch, den Göttern, jetzt. Wird abgespeichert. Da kommt irgendwann mal ein Angriff daher. Nicht blöd. Man weiß jetzt auch nicht von wo wahrscheinlich. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann.